So, du. Jetzt beginnt das selber Horror. So, ich habe 10 Minuten, um den Pisser zu erledigen, ne? Und schaut euch jetzt an, wie dieser Kampf ablaufen wird, ey. Erstmal muss ich euch erledigen, damit der Kampf ein bisschen einfacher, glaube ich. Ich hasse das hier. Der hat noch fast volle AP. Ich halt an. Jetzt nicht, das sind irgendwie zu krasse Angriffe. Der heilt die auch noch hoch, ja, als ob da eigentlich schon schön genug wäre. So, jetzt bist nur du übrig, komm her. Okay, der tut 3-4 Angriffe hintereinander einsetzen. Ich finde das ein bisschen unfair. Komm her. Schnauze voll. Kriegst eine Überlimit mitten in die Fresse gleich. Komm her. Mein Gott. Das wird dir jetzt sehr wehtun. Ich kann noch mal Überlimit danach einsetzen. Also, und bloß nicht, dass ich das nicht noch mal machen werde. So, komm her. Ah, mal wie ist es nochmal mit einem Charakter hier geschafft, ey. Level 130. Nix da. Hab gesagt, nix da. Lass mich dich treffen. Ernsthaft? Jawohl. Oh. Muss jetzt eigentlich gewesen sein. Restart. Okay, ich wollte schon sagen, lebt immer noch. Okay, ich bin der Größte. Ja, stimmt. Alter. Ich habe heute viel gelernt. Danke. Glückwunsch. Es ist unglaublich. Meine Damen und Herren, dieser Kampf wird in die Geschichte eingehen. Das haben wir schon mal gehört. Okay. Weiße Flügel der Tugend. Und wohlmeinender Wohltäter. Und Fertigkeit Einzelkämpfer. Das Gummi, Zitronengummi. Okay. Krieg ich also nichts anderes noch. Ja. Eine große Sache, aber es geht noch.今の彼女と比べたらその年の頃の僕なんて全然大したことなかったしね。そうかな。騙されんなよ、カロル。こいつの大したことないはちょっと一味違うぜ。忘れもしねえ、7歳の夏、2人で川へ遊びに出たんだ。そしたらこいつ落ちて流されたんだよ。ああ、その話か。川の流れが急でね、さすがに僕もやばいって思ったんだ。それで？ええ。 追いついた時、こいつが必死にしがみついてたものを見て俺はびっくりしたぜ。魚人だったんだから。運よく通りがかりのキャラバン隊に助けられたけど、ハンクスさんにこっぴどく叱られたよね。それで解放された時のこいつの一言だ。ユーリ、大したことなくてよかったね。だとよ、全然大したことあるっつうの。いや、魚人を倒したわけでもないし、それも向こうが逃げていったんだしさ。大したことないよ。 Okay, so erst einmal als letztens hier mit Teamkampf noch mal hier alle Charaktere bekämpft habe. Also als ich hier, weiß nicht, ich hatte ja Yuri, Flynn, Rita und Estelle. Als ich meine Konstellation so geändert hat, dass ich gegen die vier kämpfen musste, noch habe ich noch was bekommen, und zwar irgendwie, ich weiß aber nicht, das wurde mir als Nachricht angezeigt, ich habe Rogue bekommen, aber irgendwie habe ich Rosa Wangen, glaube ich, nur bekommen. Also ja, das verstehe ich irgendwie nicht. Natürlich habe ich bekommen, aber irgendwie hat mir
die Nachricht vom Spiel gesagt, ich habe Rogue, also so wie Dings, ja, wie man das nennt, Räuber, ne? Rogue, ne? Also keine Ahnung, was das sollte, was das für eine Besetzung war, aber das waren rosa Wangen. Also ich habe rosa Wangen noch mal bekommen und ja, ein bisschen merkwürdig. Egal, wir haben zwei neue Titel. Wohlmeiner Wohltäter. Oh, das ist Cress oder Kless aus Tales of Phantasia, der Hauptcharakter. Der tragischen Vergangenheit im Herzen begegnet er jeden Tag. Das Schwert im Albanes-Stil geschwungen, auf zu den Wändern von Koi. Okay. Und dann einfach nur so ein weiße Flügel der Tugend, ein gerechter Anführer und Retter seines Volkes. Er ist der Flügel, auf dem sich die kaiserlichen Ritter aufschwingen. Ah, immer noch nicht so gut wie der Titel. Gut. Sind Level 130, also sieht gut aus. Wir hatten noch relativ viel Erfahrung, Zeit übrig am Ende. Also ja, vielleicht wird es das doch mit jedem Charakter jetzt auf dem Level. Hoffentlich. Ich versuche jedenfalls. Wir haben jeweils schon zwei Charaktere, Yuri und Flynn. Und der Rest der folgt natürlich noch. Hoffentlich noch in diesem Part. Also bis gleich. So, da ist er wieder. Jetzt war unglaublich einfach mit Repeat hier. Und einfach so schnell ist. So, ich muss jetzt mal den einen hier erledigen. Boah. Erstmal dich. Oh, ich bin gelähmt, ehrlich. Ist okay. Ich habe noch 20 Minuten. Du machst mir gar keinen Schaden. Bin zwar gelähmt, was ein bisschen doof ist. Natürlich. Ja, geil. So, du lass mich mal kurz. So, ich heule erstmal dich kaputt. So, komm her. So, her. Komm her. Dünn, dünn, dünn. Das hat wenig Schaden. So, mystischer Art. Frisst das. Boom. Mein Gott, macht das wenig Schaden. Aber der hat, ach, okay, der hat gar nicht so viel AP. Irgendwie benutze ich nur zwei. Was sagt mir das auch von dem Anhänger, von diesem Hunde-Anhänger? Der ist richtig geil. Mein Gott, was? Ich habe nur zwei Dinger verbraucht. Ich habe eigentlich vier eingesetzt. Okay, cool. So, dritter Charakter geschafft. Und jetzt sind ja noch die einfachen bisher. Ja. Ich wieder zwei Titel. Selber eine Reißzähne und Bestiengewand der Wehrbestie. Und Einzelkämpfer. Und anderes Zeugs. Ich habe mehr oder weniger mein Eintrittsgeld hier zurückbekommen, 20.000. So, Ansichten eines Hundes über den Kampf. War überraschend einfach, ehrlich gesagt, aber einfacher als mit Flynn. しょせん毛玉のように、どうせ彼に成功したくらいにしか思ってないわよ。聞こえてるぜ。こいつだってこいつなりに色々考えてんだ。気悪くしてるぜ。何をいろいろって。自分が人間世界で催されている大会に勝ってどれほどの意味があるのかとか、そういうことをな。 動物がどれだけ強くて誇り高いものか、世間の人間に知らしめるいいチャンスだと思ってる。何？犬が哲学者気取り。笑っちゃう。なんだったらラピードとやってみっか？誇りをかけた一戦ってやつをさ。ちょっと私はやんないわよ。うっこら。噛むな。引っ張るな。前から気になってたけど、やっぱりユーリってラピードの言葉わかってるよね。 War nicht ein bisschen offensichtlich? Okay. So, ich nehme einen. Ich nehme an, einer ist nur für Dekoration, einer ist wieder nur. Und einer ist irgendwie, weiß ich nicht, was richtig cool ist. Oder Anspielung an anderen Tales aufteilen, ne? So, warte mal hier. Oh. Die Klamotten kommen mir bekannt vor. Glaube ich. Ein seltsames Hundgewand aus den Kleinen eines verfluchten Knaben, geboren mit dem Blut von Bestien. Okay, ich glaube, das ist aus Tales of Destiny oder Eternia. Ich weiß es nicht. Ich kenne nicht alle. So. Was hat er noch bekommen?
Silberne Reißzähne. Die sternen Reißzähne lassen dem Bösen keine Chance. Sie sind noch gefährlicher, als sie aussehen. Jetzt habe ich noch kein Ziel bekommen, der irgendwie besser aussieht, als was ich schon vorher hatte. Aber egal, wir haben einmal wieder was geschafft. Das heißt, wir können weiter mal mit irgendeinem Charakter. 5 fehlen noch, also bis gleich. So, jetzt du. Ich habe eine Idee. Ich werde die beiden ja fertig machen. Da, nur noch du. Ja, der stört mich jetzt erstmal wieder, ne? Na, warte, du. Ich habe 8 Dinger. Die werde ich so weit von benutzen. Aber ja, Angriffsform geht auch. Ja, geblieben. Kannst du mich nicht betäuben? Ich habe das Corona-Symbol ausgerüstet. Oh, komm her. So, frisst das. Irgendwas Gutes. Und direkt danach kann ich noch mal Dings einsetzen. Okay. Na ja, klar, jetzt nicht so weit. Ich bin eigentlich in der kritischen Form, also ja. Ist ja irgendwie klar. Was ist das? Da macht aber auch ordentlich Schaden, ja. Der ist tot. Okay, er war noch einfacher mit Petty, ehrlich gesagt. Wohl mit Repeat war doch, glaube ich, ein bisschen einfacher. Ich habe ein paar Schwierigkeiten mit Petty. Kunde, die Bellen beißen nicht. Dagegen könnte ich den ganzen Tag kämpfen, ohne müde zu werden. Glückwunsch. Noch mehr Zeugs. Sehr geil. Killerwahl, Königin des Meeres. Und umgängliche Beschützerin und Einzelkämpfer und Zeugs. So, ich glaube, die einfachen Charakter haben wir schon hinter uns. Der neue Sirenenzahn. Keine große Sache, so wie bei Flynn. そうすれば神聖精霊の牙の立ち上げができたのじゃ。何言ってんの？無理無理。槍もしないで諦めるな。やってからでも後悔はできるのじゃ。それに可能性が1%でもあるなら、うちはそれにかけるのじゃ。ないない。かっこよさそうなセリフで言ってもダメだって。オッケー。 Lass sie doch träumen. Okay, Kerwal-Königin des Meeres. Sie schießt förmlich durch das marktfarbene Wasser. Ihre strahlenden Augen verbergen ihre gewaltigen Stoßzähne. Was? Habe ich kein Dings bekommen? Umgängliche Beschützerin. So, Ennis. Ja, endlich mal ein Kostüm, das ich hier wieder erkenne. Von Tales of the Abyss. Sie ist gierig, kokett, unfertig und kleinkariert wie eine Tischdecke. Aber vor allem ist sie stark. Ja. Nein, ich hätte lieber Piratenkönigin immer noch. Ja, alles Cameo-Outfitte. Outfits. Hm. Okay. 1, 2, 3, 4. 5 Charaktere noch. Alles klar. Oh Gott, da wird ein Spaß. Jetzt kommen die ganzen schwierigen Charaktere. Judith könnte ich mir vielleicht noch vorstellen. Vielleicht noch Rita jetzt wo ich 8 Dinger habe, 8 über Limits, könnte dann vielleicht auch machbar werden, aber ansonsten ja, mal schauen. Wir sehen uns dann. So, da ist er wieder. So, ich habe noch ein Viech ist übrig. Und ja. Ich habe eine ganz einfache Strategie. Ich mache einfach den hier die ganze Zeit, weil ich da schön aus Reichweite bin und ja, sicher von dem bin mit den seiner Kacke. Wow. Ich einfach nicht darauf reagieren darf. Boah, ernsthaft.
Jetzt hat er ihn wieder hochgeheilt, ey. Nein, du wirst ja nicht heilen. So, jetzt reden wir beide mal miteinander. So, du. Na, mein Gott, ehrlich. War ja richtig blöd. War ernsthaft. War auf zu blocken. Jetzt gibt's jetzt einfach nicht. Oh, komm her. Meine Güte. Wie noch alles so weit schief gehen kann. Aber. Bin dann nur irgendwie 4 benutzt, 2 oder 3. Ich habe auch nur 3 benutzt jetzt gerade. Was? Na, du bist jetzt weg. Boom. Oh mein Gott. Das ging doch. Der Weg hierhin war irgendwie schwieriger als der Kampf an sich, wenn ich ehrlich bin. Das war es also schade. Ich hätte mir fast gewünscht, dass es ein wenig länger dauert. Okay. Haben wir das auch. Es fehlen nur noch 4 Charaktere, glaube ich. Drache des Blitzes und Wandernder Geizkragen. Fertigkeit Einzelkämpfer, genau. Cool, langsam wird es aber ja. Level 130 musste ich nur erreichen. Die Sorgen einer jungen Dame. Oh, 傷つくよ。よく言うわ。つつましい乙女だって思ってるとは言わせないわよ。つつましやかで裏若い乙女は遠い大会で優勝したりしないわよね。そうだよな。もしかして自分で言ってへこんでる？およ。裏若き乙女のため息はメランコリックで絵になるね。あら。もしかして暴れ足りないの？ Da war Julie zum allerersten Mal irgendwie bedrückt, ausnahmsweise. Okay, Drache des Blitzes, dann zog dann auf den Gegner nieder wie ein Blitz, ein Schlag aus dem Himmel oder Blitzschlag aus dem Himmel. So, und wandernder Geizkragen, galt eine Diebin, die für Geld ans Ende der Welt gehen würde. Ach, die ist auch aus, weiß nicht, Destiny Klamotte, weiß ich nicht, bin ich mir nicht sicher. Das ist Cameo Klamotten. Aha. So, da hatte ich ausgerüstet, ne? Ja, gut, dann fehlen nur noch Carol, Raven, Estelle und Rita. Raven könnte ich mir noch vorstellen, Carol, ne? Gute Nacht, weiß ich nicht, aber wer weiß, vielleicht habe ich ja Glück, mal schauen. Gucken wir mal, wie es mit dem Fieber weitergeht, ne? Also, bis gleich. Oh, da ist er. Da kommt er ganz langsam. Ich will nicht sofort auf dich. Ja, jetzt nicht. Okay. Jetzt hält er dich wieder hoch, ey. Das ist mal weg von dir, damit ich nicht gefangen werde. Genau. So, 3 Minuten, da wird ja wohl schaffbar sein. So. Na, jetzt bin ich dran. Ich kann nicht unendlich angreifen damit? Okay, das ist schon mal kacke. Kann ich noch unendlich normal angreifen. So. So, such das mal zu heilen. Und noch mal. Auch wenn ich an Herzinfarkt sterbe, du stirbst auch.
Sehr gut. Mein Gott, das war nicht so einfach mit Raven. Aber okay. Oh, mein Rücken, warum habe ich mich bloß darauf eingelassen? Und einen Haufen nicht Sinn machen, das Gebabbel. Umherziehender Wolf und Meisterassassine und Einzelkämpfer und Zeugs. Gut, drei Charaktere noch übrig. Der Traum eines alten Mannes. そうだったの?ギルドの人間なら一度は優勝したいって思うもんよ。その夢が叶ってよかったじゃないか。いや違う。きっとこれが夢なのよ。夢の中なら痛みはないけど。やってみる?ドロッ。おさ。本当に夢の中に行っちまったぜ。You're shanked in. Aber auch echt nix, ey. Na gut, dann zeig mal. Schon jetzt wieder den Namen vergessen. Der Titel. Noch einmal Meisterassassine. Oh, das sieht cool aus. Welcher Charakter ist alles auf von irgendjemanden, ne? Cool, ruhig und mit einem umwerfenden Pferdeschwanz geschmückt. Der schwarze Mantel tut meinem guten Herz gut. Steht mir perfekt. Verdammt, wer ist das? Ist auch irgendjemand von jemanden. Und was ist ein Beruf von ist, was war jetzt noch mal der andere, den ich bekommen habe? Verdammt, das hier, ne, unsterblicher alter Mann, du bist 1000 Tode geschoben, jedes Mal wieder von den Toten aufgestanden, oder? Eins davon wird richtig sein, keine Ahnung, tödlicher alter Mann, ne, verdammt, na gut, ich weiß es nicht mehr. Soll ich immer die Klamotten anlassen? Orange, haben wir einen orangen Farbton in unserer Gruppe. Das ist mir wichtig, okay. Gut, lassen wir ihn so oben laufen, ne? Gut, dann bleiben noch, oh Gott, die drei. Rita müsste ich eigentlich schaffen mit ihren Zaubern. Ich habe es mal versucht, aber ich habe auf die Fresse bekommen. Aber jetzt, wo ich 8 Überlebens habe, sollte halt eigentlich machbar sein, ne? Gut, dann weiter. So, da bist du. Komm her. Diesmal wird das nicht so einfach für dich. Oh, du. Ball einfach wie blöd. Ich habe eine Wiedergeburtspuppe ausgerüstet. Oh Gott. Davor habe ich am meisten Angst. Ja, Rita bekommt ganz schön viel Schaden. Alter. Egal, überleben wir noch. Ich habe einen neuen Trick hier. Das ist ziemlich nützlich. So, und jetzt spam weil einfach, was das Zeug hält. Jawohl. Funktioniert wie am Schnürchen, ey. Wir haben angefangen, die ganze Zeit eingesetzt gegen, jawohl. In die Einzelkämpfer hier und wow, das war unglaublich schnell vorbei. Sehr gut. Oh, ich dachte, da wäre schwieriger. Oh nein, war ja Rita halt, ne? Weil der dauert da nicht lang. Na, ich bin nicht überrascht, aber das war doch etwas schwerer als erwartet. Irgendwie nicht. Glückwunsch, wäre es mein zweiter Versuch mit ihr. Ich habe schon mal versucht und da habe ich auf die Fresse bekommen, weil es war noch ein paar Level vorher natürlich. Zauberbiene, vergessliche Komikerin und Einzelkämpfer. So, zwei noch übrig, Estelle und Carol. Oh Gott, das wird schwierig. Der Sinneswahl in einer genialen Magierin. だって ただ勝つだけで何がどうなるってわけじゃないから。でも優勝者に合わせてご褒美くれてんだから。そうだね。うん、そっか。私に合わせてくれるならもっと勝てば研究に役立つものくれたのかも。それならもっと勝っといた方が良かったか。いや、勝って優勝だから、それ以上はないっしょ。Alles klar, überhaupt keine Freude.
das Spiel weiß, dass das mit ihr einfacher ist, ne? So. Zauberbiene. Deine Zauber stechen wie eine Biene. Die Menschen kriechen sich aus Angst vor deinen Namen. Ja, fliegen wie ein Schmetterling, stich wie eine Biene und... Warte, da ist mehr. Oh, cool. Das sieht cool aus. Ein lebhafter Junge, der es liebt zu singen. Du bist mit mies gelaunten Freunden unterwegs, dann nimm diesen Typen mit. Okay. Erkenne ich aber nicht, wer das sein soll. Okay. Nein. Nein. Obwohl, das sieht eigentlich nicht schlecht aus. Ja, ich muss noch mit Flints Puppe machen, fällt mir gerade ein. Aha. Ja, das sieht cool aus. Was hatte ich denn vorher noch mal? Ja, das hier, ne? Man tragen viel zu viele Leute schwarz, ja. Ich will jetzt, dass meine Truppe bunt aussieht. Jetzt trägt nur noch Juri schwarz. So wie es sein soll. Rot. Ja, da könnte man... Ist jetzt nicht komplett weiß, ist mehr so gräulich. Gut. Oh, Junge, bei den beiden wird das aber schwierig. Das Teil ist unglaublich schwierig, mit Carol ist auch schwierig. Aber ich habe ja jetzt Strategien, ne? Ich tue mir einfach mein Überlebens aufbewahren am Ende und ja, dann wird das schon irgendwie. Gut, also sehe ich euch gleich. Hoffentlich. Da. Was ist das? Ich möchte euch gerne... So, nein, direkt nochmal. Ich gehe auf Nummer sicher, wo aber ich jetzt schon wieder hier nichts machen kann. Hat er noch im letzten Moment geheilt. Da bin nervig, aber ich habe noch Überlimits bis zum Abwinken. Der ist immer noch am Leben. So, jetzt du, komm her. So kannst du meine Macht hier wieder setzen. Guck mal an, wie viel Schaden ich hier mache. So, jetzt müsste Schaden noch. Alter. Damit haben wir in der Tasche. Guck mal, wie viel Schaden das macht. Okay, das war doch nicht so schwierig. Alles klar. Fehlt nur noch Estelle. Gut. Man, sobald man die Überlimits hat, ist das ganz schön einfach. Dann habe ich jetzt auch großes Vertrauen, dass Estelle das auch schafft. Lauernder Tiger und rote Doppelklinge und Einzelkämpfer und ein Skit. So, Carol, die Verwirrung eines Jungen. Oh, das war lange. Sie sind doch schon alle hier am Gewinnen. So, dann. Nanda, Karol. Amma, ureshi so, ja, nein. Honna, hoto, nai, ho. Hemo, Hanga, Jifun, de Jifun, no, Katze, Hagi. Okay, so, nur noch Estelle übrig. Komm, das schaffen wir auch. Wer doch gelacht. Erstmal die Kostüme anschauen. Launer Tiger. Auch wenn dein Schwert viel zu groß für dich ist, sollte man dich nicht unterschätzen. Und rote Doppelklinge. Oh, da ist Lloyd. Von Tales Symphonie. Endlich mal wieder was, was ich erkenne. Ein gütiger und starker Junge, der die Reise der Regeneration auf sich nahm, um jemand Besonderes zu beschützen. Ja, aber natürlich immer heldenmutige Vesperia. Das sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. Nur halt der Helm ist das, was mich nervt. Der Helm sieht bescheuert aus. Der kann sich auch nicht geändert werden. Aha. Ja, nicht deswegen wäre, ne? Nein, nicht das. Goldener Soldat, so, das sieht cool aus.
Ja, ich finde da gut, die Hörner und die Flügel passen so gut zusammen. Alles klar, nur noch Estelle, komm mit, der schaffen wir auch. Ich bin ziemlich sicher, die hat, glaube ich, noch mehr Abwehr und so was alles, ne? Aber die hat sehr wenig Werte im Vergleich. Die hat wenig Angriffskraft. Das wird lange dauern, bis ich die erledigen kann. Muss ich wohl mit Zaubern irgendwie arbeiten. Carol hat mehr magischen Angriff als sie. Was? Okay. Ja, werde ich auch noch schaffen. Komm, Blech. Danke. Na, noch du übrig und diese paar Dinger. Ich bin noch nicht mal in der Nähe, Kollege. Ja, okay. Ich war sehr nah dran, aber. So, jetzt tanke ich dich einfach weg. So. Ja, das wird, glaube ich, was. Mein Gott. Muss ich aber, glaube ich, noch mal einsetzen. Das war, komm her. Heilige Buße. Und ich habe mich geil, gut. So, weil es noch mal so lustig war, direkt noch mal. Ja, dieses, wo habe ich das noch mal herbekommen, dieses Oktett hier, dieses Limit Dingen, womit ich jetzt 8 Dinger einsetzen kann. Was hat gar nicht mehr. Aber es hat auf jeden Fall sehr gut geholfen bisher. Boom. Und weg besser. Ich bin besserer Engel als du. So, damit haben wir jetzt mit jedem Charakter hat Kolosseum abgeschlossen. Gut. Ich habe gewonnen. Glückwunsch. War übrigens nicht so schwer, wie ich es mir gedacht hätte. Also ja. Ich meine, sie hat sehr wenig ausgeteilt und so, aber voll viel eingesteckt und fast gar keinen Schaden bekommen. Ja, selbst Kratz konnte sie nicht staggern wegen der hohen Abwehr. Kampfnachtigall und Rechen der Ritterin und Einzelkämpfer. Cool. Die Feuerprobe der Prinzessin. はい。こうしてみんなに喜んでもらえると嬉しいです。それはよかった。浮かない顔してたから気になってたんだが。だって自分が見せ物になるような感じがしてたから。なあ、わやおそ。竹の対象にされるってのはあんまり気持ちいいもんじゃないわね。でも周囲がどう見てるかよりも自分自身がどう相手と向き合うかってことに気づきました。 相手に勝ちたいって思うようになれると勝った時の喜びは大きくなるんです。そっか。エステルにとっていい経験になってよかったな。はい。それに皆さんの応援で私ももっと頑張ろうって気になったし。Okay. Dann was das mit dem Kolosseum, ne? Cool. Rechne Ritterin, ne? Oh, cool. Das ist auf jeden Fall von, weiß ich nicht, irgendein Teil. Ich weiß nur nicht welchen. Das ist ganz schön eng. Gut, ich will ja nichts sagen, aber okay. Weil sie noch umwirrt, Prinzessin. Nee, ich weiß auch gar nicht. Ich vergesse die jetzt mal. Weil sie im Prinzip treu. Ich weiß nicht. Irgendwas ist neu hier. Ich weiß nicht. Ich bin so blöd. So, was hat sie noch mal? Ja, magisches Fräulein hat eigentlich jetzt irgendjemand rot, dann könnte ich hier eigentlich das andere Kostüm wieder geben, dieses hellen Kostüm, oder sieht eigentlich auch gut aus. Ja, sie hat rot, deswegen genau. Da kriege ich irgendwas, da ich das abgeschlossen habe mit allen. Nö. Und dir. So, hier werde ich definitiv noch ein paar Mal spielen, um ja Dings hier
meine Charaktere hoch zu leveln auf Level 150, weil ja muss jetzt für die Nekropole Level 150 erreichen, ne? Und ja, also muss ich nicht, aber ich mache es natürlich, und ja, damit wir da auch irgendwie vernünftig durchkommen. Und ja, in dem Sinne sage ich dann, ich glaube, das war es dann für diesen Part, ne? Das wird wahrscheinlich ein ganzer Part sein, wo ich hier 10-mal irgendwie Kratos besiege und ja, mir einfach nur die Titel angucke. Und ja, keine Ahnung, ich würde einfach mal sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn nein, lasst bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Es würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Alles klar, ich habe mit Flints Puppe hier dieses Snowboard-Minispiel gemacht auf Kurs 8 und ja, wir bekommen wieder ein neues Kostüm, diesmal für Flint. Ein gelernter Ritter, der auf den Brücken seines treuen Wolfs durch den Schnee reitet, das Schwert stets griffbereit. Als Ritter muss ich das Volk beschützen. Ich weiß, es ist nur eine Puppe, aber die ist so cool, das funktioniert auf jeden Fall. Wuff. Ist es nicht leid, die ganze Zeit deine Rüstung zu tragen? Hier, leg mal die Panzerung ab und probier das an. Das Ablegen meiner Rüstung wäre unklug, aber danke. Ach, sag ein Spielverderber, probier mal an. Nun gut. Wow, das sieht umwerfend aus. Wuff. Danke sehr, Carol. Das Schwert legst du nicht ab, hm? Niemals. Gesittener Kavalier. Komm vorbei und hilf uns nochmal. So, es wird eigentlich nur von Raven, die Puppe. Und ich weiß nicht, wo ich die herkriege. Deswegen werde ich da wahrscheinlich mal nachgucken, damit wir halt auch noch mal hinter uns haben irgendwann. Das sieht cool aus. Seine charmante Maat und tiefblauen Augen ziehen dich in ihren Pannen. Prost, heute geht es nur um dich. Nur um dich, okay. Ja, von Raven fehlt mir noch als einziges die Puppe. Also, ja, muss ich mal gucken, wo ich die finde. Dann mit wir halt auch mal abgeschlossen haben, ne? Ist halt eine gute Idee. Ja, alles klar, gut, mache ich dann mal. Also, bis gleich. Okay, Ravens Puppe soll sich irgendwo hier befinden. Und ja, ich habe gerade hier herausgefunden, hier kann man hoch. Das habe ich nicht gewusst. Ja. Gut, und gehen wir mal hier hin. Und hier müssten sich eigentlich die letzte Puppe hier befinden. Okay, ich war anscheinend schon mal hier, weil hier ist eine Truhe, die ich geöffnet habe. Alles klar. So, oh, da ist wieder so ein Busch. Bitte sag mir, ich finde ja noch irgendwas Cooles dann. Bizarrklumpen, nein, das brauche ich nicht. Okay. Ich kann mich nicht erinnern, dass hier mal ein Gebiet war, ehrlich gesagt. Dass man hier hoch konnte, aber gut zu wissen ist das jetzt. Oh, das ist noch eine Truhe. Oh, jetzt muss ich noch mal runterlaufen. Na gut. Und das noch. Ich nehme an, das da unten war die Puppe, ne? Diese wichtige Truhe. Lavendel. Sollen vielleicht auch mal benutzen, die ganzen Kräuter, ne? Ich habe noch kein einziges benutzt. Okay, gut, da muss jetzt die Puppe drin sein. Oder? Alter Mann auf Hochtouren. Cool. Gut, dann können wir das auch endlich machen. Und ja, ich würde dann sagen, ich mache dann jetzt schnell die Snowboard Quest und dann sehen wir uns, wenn ich das Kostüm für Raven abgeholt habe. Also bis gleich. So, damit haben wir auch für Raven die Puppe. Und ja, damit haben wir jetzt das hier erledigt und können jetzt ja, das Kostüm absahen für Raven. Alles klar. Ui, diese Violett-Ton gefällt mir wirklich. Das ist gutes Zeug. Ja, oder? Das gehört mir. Das da gehört mir. Hm, ja. So richtig überzeugt ist mich nicht. Hey, 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 so redet man aber nicht mit seinen Models. Tja, wir nutzen das, was uns zur Verfügung steht. Hier, zieh das an. Geht klar, Boss. Wie wär's hiermit? Hm? Wuff. Das sollte meinen Fans zum Kreischen bringen. Oh. Falscher Kavalier. Okay. Wintermodenschau. Rapido, hontouni kakkoyokatta desu. Okage de suteki na issho ga moraemashita. Watashi no wa Yuri to Rapido to osoroi nan desu yo. Fukafuka shitete totemo atatakai n desu. Fukafuka na wari ni wa ugoki yasui shi na. Uchi no yuki daruma no issho wa mou hitotsu na no ja. Hineri ga tarinai no ja. Sou desu. Juubun kawaii to omoimasu kedo. Watashi no mo neru toki ni choudo ii wa. Ki yasui shi. 僕たちのスーツもフォーマルでいいですよね、レイブンさん。そうね。でも俺様はジュディスちゃんのドレスの方が。ありがとう。あなたのスーツも素敵よ。みんなはいいよね。素敵な衣装で。僕なんて
トナカイだよ。あら、トナカイみたいにブレイブベスペリアを力強く引っ張る頼もしいカロルにはぴったりよ。そうかな。トナカイってソリを引っ張ってはいますけど、リーダーってわけではないのでは。いいんじゃねえか。Die Rentiere, die Anführer. それでいいんです。Nicht der Weihnachtsmann. So. Hey, schön dich wiederzusehen. Ich sagte, Repeater von unser Image wunderbar wie er. Ach so, ist nichts Neues. Das ist nichts Neues, ne? Okay. Alles klar, cool. Dann weiß ich nicht. Irgendwann wollte ich noch machen, aber ich weiß nicht mehr was. Aber wenn es mir einfällt, dann tue ich es noch mal hier kurz dran denken im jetzigen Part, ne? Also mal schauen. Wenn nicht, dann war's das. Also ja, ciao. So, jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Ich wollte mir ein paar neue Sachen hier abholen. Und ich kann wieder neue Sachen hier abholen. Also komm, zeig. Geheimschlagdruck Angriffsmontur. Was? Vollständige Angriffsmontur, die das Geheimschlagdruck trägt. Okay. Los, mehr. Ich will noch mehr davon. Ich will noch mehr davon. Großartige Hochturmbrigade. Was? Für wen hältst du uns? Hey, nicht schubsen. Läuft unsere Gewichtskapazität auch auf Hochturm? Warte mal, sind das alle Puppen, die ich jetzt Repeat geben kann? Ach man, geil, zeig mal. Na, cool. Raven. Sehr cool. Ja, warum nicht, ne? Ich? Nein. Wir. Kiramek AR o kono mi ni matoi. Hikari no gotoku daichi o kakeru. Warui yatsu wa karei ni seibai. Jakusha o tasuke ni higashi e nishi e. Shiruto mo sadame o toppa shite. What? Where's Power Ranger? Ore no omoi ga kono yo o terasu. Super Sentai. Dai bou soudan Vesperia. Ore no shi no shita. Arita, mach mit. Nani shiten no? Ah, Rita. Rapido ni nokkatteru koitsura no serifu ne? Ah, Rita no serifu mo yūi shite aru nda yo. Yaranai. Ah, ii serifu. Nan de kedo. Ah. Ach, komm schon, Rita, mach mit. Klingt dich ein. Wie Robin aus One Piece. Als nächstes bilden wir so ein Mecker. Okay, dann gucken wir mal. Ich habe da bestimmt noch einige Belohnungen bekommen, weil ich eine Menge Titel bekommen habe. Ich habe so 10 neue Titel oder so allein durchs Kolosseum bekommen. Also muss ich ja wohl hier auch irgendwie was bekommen haben. Los, zeig. Gib mir hart. Ah, ich habe neue Rekruten. Jetzt die versprochene Belohnung. Hundegesicht. Okay. Ernsthaft? Boah. Ich dachte, Hundegesicht mit irgendwas verbinden. Stimmt, ne? Ich gehe jetzt nochmal zurück. Fehlt immer noch. So, Gefühl, ich muss für den immer noch irgendwie was holen, ne? Der gibt mir auch bestimmt irgendwas richtig Geiles, irgendwie. Wenn ich ihnen alles gegeben habe oder so. Weil dann ist ja auch alles fürs Album, ne? 98. Na gut, mal schauen. Vielleicht kriege ich ja hier noch was. Wäre ja dieses Hundegesicht. Komm, zeig. Na, sag ich doch. Vollständiges Hundepaket. Oh, okay. Gut, dann war's das aber jetzt. In der nächsten Folge werden wir höchstwahrscheinlich hier heute machen mit der Nekropole. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch drauf. Also, ciao, ciao.